Moin Moin, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu ihrer Sylt-Zeit. Was sie verbindet, ist eine Idee, die über 100 Jahre alt ist und mit der Gründung der Söllring vor innen ihren Anfang nahm, die Bewahrung der Sylter Identität. Neben mir begrüße ich jetzt den ersten Vorsitzenden des Sylter Heimatvereins, Jürgen Ingwersen. Moin, Herr Ingwersen, grüß Sie. Ja, moin. Schön, dass Sie heute hier sind, hier im Morsum. Genau, Herr Ingwersen, Sie haben es angesprochen, wir sitzen hier in Morsum vor einer Bäckerei, vor Ihrer Bäckerei. Wo genau sitzen wir und warum überhaupt? Ja, also früher war es mal hier eine kleine Bäckerei. Heute ist es ja, wir sitzen im Café. Wir haben ein Café draus gemacht und sind natürlich heute auch Treffpunkt in Morsum, wo wir sehr stolz drauf sind. Wir sind jetzt 92 Jahre alt hier und mit mir läuft jetzt hier die dritte Generation aus. Also hier ein zentraler Anlaufpunkt seit 92 Jahren, sagen Sie. Das ist ja fast genauso alt wie die Söllring vor Inning. Die gibt es ja nämlich seit 100 Jahren. Sie sind also Ur-Morsumer, Herr Ingwersen? Ja, das ist wirklich wahr. Ich bin Ur-Morsumer und auch stolz drauf. Ich bin hier im Café geboren. Wir sind früher noch Hausgeburt und mein Vater, meine Mutter hatten vorher die Bäckerei und mein Opa, mein Großvater hat die gegründet, 1925. Stellt sich natürlich dann die Frage, wie wird man als Ur-Morsumer Vorsitzender des Sylter Heimatvereins, der Söllring vor Inning? Klar, man wird gewählt, ja, aber wie ist sozusagen der Kontakt entstanden? Haben Sie schon immer sich hier für die Sylter Kultur und die Sylter Arbeit in der Heimat interessiert? Also interessiert hat einen das schon immer. Damals natürlich oberflächlich, aber ich bin schon ewig lange, solange ich denken kann, Mitglied der Söllring vor Inning. Und ja, man ist dazu gekommen durch die Identität eigentlich. Wir sprechen hier noch sehr viel Friesisch. Ich spreche jeden Tag noch Friesisch hier im Laden, mit meinen Kunden auch. Aber das ist natürlich ein großes Problem. Wir versuchen, die Sprache aufrechtzuerhalten, aber das wird schwierig. Das bedeutet, wenn Sie hier bei sich im Café sind, wir sitzen ja hier im wunderschönen Außenbereich, der wahrscheinlich im Sommer mal gut gefüllt ist, jetzt im Herbst ist es ein bisschen leerer hier, aber drinnen sind immer noch viele Menschen. Treffen Sie da auf Leute, die Friesisch sprechen, das Sylter Friesisch? Wie viele Sylter sprechen das denn überhaupt noch? Also die Zahl kann man nur schätzen, aber ich denke, dass es noch so ungefähr 1000 Leute sprechen. Aber es wird weniger. Nur hier in Morsum, ja, ich spreche jeden Tag Friesisch, auch mit Kunden hier. Hier in Morsum wird noch einigermaßen viel Friesisch gesprochen. Das Friesisch, der Erhalt dieser Sprache ist einer der zentralen Aufgaben der Söllring vor Inning, Herr Ingwersen. Welche Aufgaben gehören noch dazu als erster Vorsitzender des Vereins? Ja, das ist einfach die Sylter Identität und da gehört die Sprache ganz groß zu. Wir haben natürlich auch unsere Kultur, unseren Brauchtum, unsere Trachtengruppe und natürlich die Museen in Kaitum. Das ist auch nur ein Teil von uns. Wir kümmern uns um Landschaftspflege. Die wird gar nicht so in der Öffentlichkeit wahrgenommen, aber ein Drittel der Fläche ist ja Naturschutzgebiet und die betreuen wir, die bewahren wir und wir versuchen das für unsere nächsten Generationen zu erhalten. Gehört es auch zu Ihren Aufgaben, Herr Ingwersen, hier immer bestens informiert zu sein, was auf Ihrer Insel Sylt so passiert? Ja, das gelingt mir natürlich nicht immer, aber das ist schon wichtig. Wir wollen eigentlich wissen, was hier los ist und wir kümmern uns eigentlich um alles, von List bis Hörnum. Wir sind ein Sylter Verein und da sind wir auch stolz drauf und Probleme, die da sind, die werden an uns herangetragen und wir versuchen sie zu lösen, so gut wir es können. Jürgen Ingwersen, erster Vorsitzender der Söllring vor Inning, des Sylter Heimatvereins, bei mir zu Gast in der heutigen Sylt-Zeit. Herr Ingwersen, wie ist diese Struktur des Vereins? Wie viele Mitglieder haben Sie? Wie stark, wie groß sind Sie hier auf der Insel vertreten? Also wir sind ein sehr starker, ein sehr großer Verein, da sind wir auch sehr stolz drauf. Der größte Heimatverein fast in Schleswig-Holstein, glaube ich. Also auch unsere Nibeler, die sind immer neidisch auf uns, den gehören wir ja an. Unsere Mutter, der Friesenrat in Bredstedt. Und wir haben also über 1400 direkte Mitglieder, was überwiegend Familienmitglieder sind, sodass wir gezählte 2700, 2800 Gesamtmitglieder haben. Und das ist schon eine ganze Menge. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Sie sind ja als erster Vorsitzender sozusagen, was die Tradition, was die Werte betrifft, schon eine zentrale Figur in dem Verein. Wie füllen Sie Ihre Rolle aus? Was gehört alles zu den Aufgaben dazu bei Ihnen persönlich? Ja, also in die Rolle bin ich irgendwie reingekommen wie vor 17 Jahren. Ich bin ja 17 Jahre im Vorstand und seit ein paar Jahren eben erster Vorsitzender. Und ja, durch die friesische Sprache, durch die Kultur und durch die ganzen Arbeiten. Ich als Vorsitzender versuche mich natürlich überall reinzudenken und reinzulenken. Und Küstenschutz ist schon eine Maßnahme, die wird natürlich
viel von Kiel gemacht, aber wir kümmern uns zum Beispiel auch um die Ostküste. Die ist ja auch oft angegriffen, wenn Sturmfluten sind, und da kümmert sich Kiel denn nicht so sehr viel drum. Da müssen wir schon mal ein bisschen mit Hand anlegen, dass da auch was passiert. Und eben Landschaftspflege, diese ganzen Schilder, die man überall sieht, diese Verbote sind leider ja notwendig, dass die Leute nicht durch die Dünen laufen. Aber wie gesagt, nochmal, ein Drittel der gesamten Sylter Fläche ist Naturschutzgebiet und darf eben auch nicht bebaut werden. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Also Küstenschutz, Denkmalschutz, Naturschutz, schon wichtige Aufgaben hier auf der Insel. Arbeiten Sie da mit Politik, mit der Gemeinde zusammen oder machen Sie das im Alleingang? Nein, das natürlich. Wir arbeiten alle Hand in Hand. Das ist schon ganz wichtig. Und Sie sprachen gerade Denkmalpflege an. Die wird bei uns nur am Rande mit betreut, denn das Denkmalamt ist hier selber sehr tätig und da kann man nicht viel machen. Wir können ja nicht verhindern, wenn die Häuser auch verkauft werden. Wie sollen wir das verhindern, dass Sylt ausverkauft wird? Das ist schwierig. Sprechen Sie an, Sylt wird ausverkauft. Das ist ja schon eine ziemlich bedeutsame Aussage. Sie haben gesagt, auch seit 17 Jahren sind Sie Vorsitzender. Wie hat sich denn vielleicht im Laufe dieser 17 Jahre doch das Geschehen hier auf der Insel gewandelt? Was sind so die größten Veränderungen, die Sie beschreiben können? Ja, also die neue Zeit, die ist eben schnelllebiger geworden. Und jetzt mit dem Internet und mit allem sind ganz andere Herausforderungen auf uns herangekommen. Und ja, es ist schwer zu beantworten, wie sich es verändert hat. Also die Kultur, die Strukturen, die bleiben eigentlich. Wir wollen eigentlich sehen, dass wir alles erhalten, auch für die nächsten Generationen. Irgendwas, das macht Sinn, eine spannende Aufgabe. Wie sieht es bei Ihnen aus, was das Sylter Wetter betrifft? Sie sind ja Ur-Sylter. Macht Ihnen das Wetter überhaupt noch was aus oder ist es Ihnen völlig egal, ob es kalt, warm, windig, stürmisch oder einfach nur mal sonnig ist? Ja, also das Wetter, Gott sei Dank, können wir das nicht beeinflussen. Dieses Jahr war es sehr heftig, sehr schlecht und der Wind stört uns nicht. Es hat zu viel geregnet dieses Jahr, aber ich glaube, auf Sylt hat es noch weniger geregnet wie im gesamten deutschen Bundesgebiet. Und da freuen wir uns natürlich auch drüber, aber das hat schon Spuren hinterlassen, das schlechte Wetter hier auf Sylt. Rümhard Klar-Kimming, Söllring, also Sylter Friesisch für reines Herz, klarer Blick. Herr Ingwersen, wie schwer fällt es denn in der heutigen Zeit, mit einem reinen Herzen einen klaren Blick für das Geschehen hier auf Ihrer Insel Sylt zu behalten? Oh, das ist schwierig zu beantworten, aber ja, die Zeit hat sich da geändert. Wir sind schnelllebiger geworden und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht vom Weg abkommen. Wir wollen unsere Werte hier auf Sylt bewahren und die Schätze eben weiterhin für die nächsten Generationen erhalten. Das ist schon wichtig und wir müssen uns natürlich allen Problemen annehmen. So, jetzt im Moment ist ja ein Problem mit der Bundesbahn. Da soll ja auch etwas geschehen, das ist auch ganz schlimm. Das kann nächstes Jahr richtig schwerwiegende Folgen für die Insel haben, wenn das nicht aufhört oder vielleicht sogar noch schlimmer wird. Das geht gar nicht. Also die Söllring vor Inning beschäftigt sich durchaus auch mit politischen Angelegenheiten. Wenn wir mal unabhängig von den aktuellen Gegebenheiten darüber nachdenken, was bedeutet denn für Sie Sylter Identität? Was kann man sich unter einer Sylter Identität vorstellen? Was bedeutet es diese Sylter, diese friesische Kultur? Was ist das Besondere daran? Ja, wie Sie schon sagen, das ist also die friesische Kultur, die wollen wir ja erhalten. Und das spiegelt sich ja in den Museen wieder und in unserer schönen Landschaft und in den ganzen Werten, die wir haben, die wir auch von früher her, unsere ganze Ahnenforschung, die Genealogie, sind wir gerade dabei, die aufzuarbeiten, dass wir hier auf Sylt auch wissen, was war vor 300, 400 Jahren auf Sylt. Das ist schon ganz spannend. Und die ganzen alten Häuser, die bleiben ja auch Gott sei Dank heute alle erhalten. Und das ist eben unsere Sylter Identität, mit der Sprache natürlich auch. Wenn Sie jetzt hier den Quadratmeterpreis bei Grundstücken betrachten, nehmen Sie das mit Befremden zur Kenntnis oder ist es für Sie eine Entwicklung, die logisch ist, weil Sylt einfach ein so begehrtes Stück Land ist in Deutschland? Ja, Sylt hat schon eine Begehrlichkeit und deswegen sind die Preise hier auch etwas höher. Aber man weiß, in den Städten, da gehen die Preise auch enorm hoch. Auf dem Land fallen sie eher, aber ja, die sind teilweise auch ein bisschen überzogen hier auf Sylt, muss man auch sagen. Würden Sie denn solche Entwicklungen, wie gerade angesprochen, mit den Quadratmeterpreisen für Grundstücke oder generell auch Mietpreisen sagen, das ist ein Sylter Problem oder sagen Sie, Mensch, das ist eigentlich ein deutschlandweites Problem, was auch am Festland vor allen Dingen in Großstädten gibt und da wird auf Sylt nur so ein Hehl draus gemacht. Wie bewerten Sie das? Ja, also natürlich, Sylt wird immer als Maßstab genommen und das ist natürlich kein Maßstab. Aber das Problem, wie Sie schon sagen, das ist schon bundesweit. Und hier auf Sylt eben ein bisschen extrem. Also teilweise ist es auch überteuert und
ich weiß nicht, die Mieten, denke ich, die gehen noch einigermaßen, aber die Grundstückspreise sind eben eigentlich zu teuer. Nun setzen Sie sich ja als Urmorsumer hier für die Sylter Identität ein, für die Bewahrung der Sylter Identität und Kultur, Herr Ingwersen. Das ehrt Sie. Trotzdem mal die Frage, als Sie jung waren und in dritter Generation hier die Bäckerei von Ihrem Vater übernommen haben, war das nie eine Option, dass Sie auch mal von der Insel weggehen und vielleicht irgendwo am Festland leben? Nein, also auf dem Festland wollte ich eigentlich nicht leben. Damals wollte ich noch gerne einmal weg. Aber mein Vater hat gesagt, nee, komm, übernimm das mal. Das war vor 41 Jahren, habe ich jetzt hier die Bäckerei gegründet und eben von meinem Vater übernommen. Und ich kam leider nicht mehr los, aber nein, die Insel verlassen wollte ich so eigentlich nicht. Ich will hier weiterhin auch leben bleiben. Auch jetzt, wenn ich nächstes Jahr in Rente gehe, wollte ich hier weiter leben bleiben. Das bedeutet, Ihnen fehlt hier nichts, würden Sie sagen, Sylt ist eine Insel, auf der es eigentlich nichts gibt? Also es gibt eigentlich alles, was das Herz begehrt. Sind Sie zufrieden mit den Veranstaltungen, die hier angeboten werden? Ja, man kann nicht sagen, dass hier etwas fehlt. Der kulturelle Beitrag ist hier auf Sylt schon sehr schmal. Also auf dem Festland, da kann man schon mehr unternehmen, mehr erleben. Und in den Großstädten, da kann man mal ein Musical besuchen. Das geht hier auf Sylt nicht. Das fehlt einem hier schon so ein bisschen. Aber man kann sich damit arrangieren. Also man hier vermisst sonst nichts. Nein. Ja, liebe Zuschauer, willkommen zurück zum vierten und letzten Teil der heutigen Syltzeit. Es ist immer ein schmaler Grat zwischen der Bewahrung der Tradition und Einbindung der Moderne. Herr Ingwersen, inwieweit geht es Ihnen hier in Ihrer täglichen Arbeit in der Bäckerei als Bäcker und Konditormeister ähnlich? Also inwieweit müssen Sie hier beides unter einen Hut bekommen? Ja, das ist wirklich die zentrale Frage. Da muss man schon manchmal einen Spagat machen und braucht man auch viel Gefühl für, dass man in der heutigen Zeit noch hier alles auch richtig macht. Da muss man schon immer auf dem richtigen Weg bleiben und man darf nicht vom Weg abkommen. Das ist wirklich manchmal ein schmaler Grat, haben Sie recht. Also gibt es hier in Ihrer Bäckerei Produkte, die schon seit 20 Jahren gibt und auch, sag ich mal, jährlich sozusagen Neuheiten, die Sie neu mit aufnehmen ins Sortiment, kann man das so sagen? Genau, das muss immer beides da sein, das ist richtig. Man muss für jeden Kunden was da haben, auch die alten Sachen, die traditionellen Sachen, die auch jetzt gerade Weihnachten wieder ankommen. Und man muss sich auch vor dem Neuen, alles was so eben neu, die Trends, darf man sich nicht vor verschließen, das ist richtig. Nun sitzen Sie mit Ihrer Bäckerei ja hier in Morsum. Morsum, irgendwie schon ein spezieller Ort auf der Insel. Was ist für Sie das Besondere? Was sind für Sie vielleicht auch hier die Highlights in Ihrem Heimatort? Ja, Morsum ist wirklich so ein klein bisschen abseits. Viele sagen immer, das liegt sonst wo, aber wir sind stolz drauf, wir freuen uns. Morsum ist sehr weitläufig und im Sommer auch spürt man die Fülle nicht so. Also hier ist, ja, wir sagen mal hier, Morsum ist die Welt noch in Ordnung und hier sind auch viele Gäste da, die sagen, mein Gott, nach Westerland, nee, wir fühlen uns hier in Morsum so wohl. Und ja, Morsum hat natürlich auch einige tolle Sachen, so die Morsumer Kirche, das älteste Gebäude auf Sylt und das Morsum Cliff. Über 10 Millionen Jahre kann man da direkt hier sehen. Das ist einzigartig auf der Welt. Da kommen sogar viele vom Ausland her und begucken sich das. Das bedeutet, Morsum hat auch einige Attraktionen. Trotzdem auch in der Hochsaison, im Hochsommer eher ein Ort, an dem man Ruhe finden kann, wenn die Insel komplett ausgebucht ist. Gibt es immer noch diese Orte hier, wo man wirklich für sich ist, ganz alleine sein kann und die Ruhe genießt? Ja, auf jeden Fall ist Morsum da ein Fleckchen. Das hier finden die Gäste immer richtig toll. Und ja, wir sind Dienstleister und wir versuchen dem Gast das auch so angenehm wie möglich zu machen. Und das gelingt uns, glaube ich, sehr gut hier im Café und natürlich auch vorne im Laden mit unseren Produkten. Nun sitzen wir hier bei 8, 9 Grad und bewölktem Himmel im herbstlichen Sylt ganz alleine draußen im Außenbereich. Wie sieht es hier im Sommer aus? Ist das immer voll ausgebucht? Nehmen Sie Reservierungen an? Wie muss man sich das vorstellen im Hochsommer? Ja, sicherlich, Gott sei Dank, wenn das Wetter eben mitspielt, ist es hier schon immer voll. Und Reservierungen nehmen wir nicht an, nur morgens zum Frühstücken, weil das geht einfach nicht. Dann die Tische sind immer belegt und man kann kommen und man kriegt eigentlich immer, das ist ja ein laufender Wechsel, man kriegt auch eigentlich immer Platz. Das im Moment also noch Ihr Alltagsgeschäft, Herr Ingwersen. Haben Sie eingangs erwähnt, in einem Jahr, glaube ich, gehen Sie in Rente. Was bedeutet das für Sie, wenn Sie Rentner sind? Werden Sie weiterhin hier im Geschäft vertreten sein? Werden Sie sich auch weiterhin für den Sylter Heimatverein engagieren? Oder sagen Sie, nein, ich möchte eigentlich was ganz anderes machen, habe vielleicht andere Pläne? Wie sieht es in Zukunft bei Ihnen aus, Herr Ingwersen? Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Nein, also hier aus dem Geschäft ziehe ich mich nächstes Jahr raus. Es wird aber alles so weiterlaufen. Und den Heimatverein, da habe ich denn Gott sei Dank
vielleicht auch etwas mehr Zeit für und den werde ich weitermachen, um die Sylter Identität zu bewahren. Abschließend vielleicht die Frage, wie sieht es in der Zukunft mit dem Sylter Heimatverein aus? Gibt es da irgendwelche Probleme, die Sie in naher Zukunft sehen, irgendwelche Chancen, die Sie wahrnehmen möchten, ganz konkret, Herr Ingwersen? Also Probleme gibt es da nicht. Wir schauen immer nach vorne. Wir wollen eigentlich noch mal ein bisschen größer bauen, weil Sylt hat sehr viel ältere Sachen, die uns auch immer angeboten werden, wo wir gar keinen Platz für haben. Und es ist auch Gott sei Dank auf Sylt sehr viel erhalten geblieben. Im Krieg ist nicht so viel zerstört worden, wie in den Großstädten, die ja total zerbombt wurden. Und wir haben noch sehr viel alte Sachen, die auch in Schleswig, in Flensburg und in Kiel lagern, die wir gerne zurückkriegen wollen. Und dafür wollen wir das Museum noch mal ein bisschen größer bauen, um den Gästen, den Einheimischen auch ein bisschen mehr Sylter Identität nahezubringen. Herr Ingwersen, die Sylter Identität, die Bewahrung der Sylter Kultur, ein ganz spannendes Thema. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Unsere Syltzeit ist leider schon abgelaufen. Schön. Ich wünsche Ihnen alles Gute, schon mal jetzt einen guten Einstieg in die Rente und ich sage mal bis bald, Herr Ingwersen. Machen Sie es gut. Ja. Dankeschön. Hat mir auch sehr viel Spaß gebracht. War sehr schön. Das freut uns, Herr Ingwersen. Liebe Zuschauer, wir hoffen, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Sie haben ein bisschen was erfahren. Vielen Dank fürs Einschalten. Bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Machen Sie es gut.